Yo Leute, was geht? Ich habe eigentlich keine Brille. Willkommen beim neuen Vlog. Heute möchte ich in die Stadt gehen und mir ein wenig was kaufen, weil ich brauche so ein paar Sportsachen. So eine Hose, dann brauche ich noch so ein nices Oberteil. Ja, ich bin hier im Wald, ihr wundert euch wahrscheinlich, denn ich war gerade mein Geschäft verrichten. Und die Kopfhörer habe ich mir übrigens im letzten Video gekauft. Checkt das gerne mal ab. Link findet ihr in der Beschreibung. Und oh mein Gott. AJ ist hinter der Kamera, sag mal hallo. Hallo. Ja, wir sind gerade aus der Schule gekommen. Ey, einfach so aus der Schule gekommen und dann musste ich halt auf Toilette. Und dann dachte ich mir, okay, lass mal kurz hier in den Wald fahren. Denkt nichts Falsches. Wir werden auf jeden Fall in die Stadt fahren, aber vorher muss ich nochmal irgendwie diesen DHL-Wagen finden, weil Post ist für mich angekommen. Ich war natürlich nicht da, weil ich in der Schule bin. Was denken sich die sich auch dabei, ne? Und ich möchte irgendwie das Paket gerne heute abholen. Und wenn ich das mit dem, diesen Brief da abhole, dann kann ich das erst morgen abholen. Aber ich brauche das Paket heute. Deswegen muss ich den irgendwie mal aufsuchen hier in der Gegend. Und vielleicht bekomme ich dann das Paket. Wir machen das einfach mal. Oh, wartet mal, Leute. Kriege ich jetzt einen Hype? Wegen der Brille? Wie, hey... Wie heißt der nochmal? Hey. Ja, ja, genau hey der. Hey Vincent oder so? Genau, krieg ich jetzt einen Hype? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Warte mal, ist die Linse schmutzig? Ne, Spaß Leute, natürlich kein Hate gegen Hey Moritz. Ich gucke auch immer seine Videos und ich schreibe auch immer mit ihm. Deswegen, Grüße gehen raus an dich, falls du das siehst. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall raus, weil hier sind überall Viecher. Und Leute, wie findet ihr eigentlich meine neue Begrüßung? Schreibt es mal runter in die Kommentare. Jetzt müssen wir hier aber schnell raus zu den Fahrrädern. AJ hat mir sein Fahrrad ausgeliehen. Und dann suchen wir den DHL-Wagen. Bis gleich. Los AJ, komm. Also hier haben wir einmal AJs Fahrrad. Und hier ist mein Fahrrad. Das hat AJ mir ausgeliehen. Danke, Mann. Oh mein Gott. Nice. Sehe ich intelligent wow, aus? Ja, siehst auf jeden Fall sehr schlau aus. Ich meine, ich kann hier nicht mal über ein Fahrrad steigen. Ne? Man sieht hier einfach nichts. Das ist eine Lesebrille. Und ich bin, wenn überhaupt, kurzsichtig. Macht das Sinn? Nö. Sie ist runtergefallen, oh mein Gott. Oh mein Gott, Brille kaputt. Nö. What? Ist sie kaputt? Ich glaube nicht! Jetzt müssen wir auf erstmal losfahren und Musik hören. Bis gleich. Nein, wir suchen jetzt echt den DHL-Boden, ihr denkt euch als Maul. Ja, hoffentlich kriegen wir mal ein Paket, let's go. So, Freunde, wir finden irgendwie keinen DHL-Wagen. Wir sind hier auf jeden Fall schon so ein bisschen rumgefahren. Das ist natürlich sehr schade, weil eigentlich hätte ich gern das Paket heute schon geöffnet. Vielleicht auch in dem Video noch, keine Ahnung, aber das ist jetzt nicht mehr möglich, weil ich glaube, den finden wir nicht mehr. Deswegen fahren wir jetzt auf jeden Fall in die Stadt und kaufen ein paar Klamotten. Und ich würde sagen, wir fahren los. Let's go. Natürlich. Oh, hey, dadurch sehe ich euch viel besser. Oh mein Gott, beste Community steht da, was? Willst du nochmal filmen, wie ich hier anfahre? Ja. Wir sind hier auf der Rolltreppe. Hey Jay, was ist das? Was ist denn das für ein nicer Hoodie? Ist das so Tranix-Merch? Leute, falls ihr euch so einen Hoodie kaufen wollt, ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Checkt den gerne mal aus, den Shop, den ich euch verlinkt habe. Und jetzt gucken wir nach Sportsachen. Hey Jay, hier ist eine Rennbahn. Renn mal eine Runde. Wir haben auf jeden Fall nichts gefunden hier, deswegen muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwo anders hin und da eventuell nach Sportsachen suchen. Ich würde sagen, wir gehen einfach zu Intersport, oder AJ? Ja. Dann steppen wir da mal hin und dann kann ich auch noch was essen da, weil das ist so ein Kaufhaus. Lego. Wir rollen down the street. In my 64. In my 64. Ja. Ja. Tschüss AJ. Hier, nimm mal die Brille. Setz die mal auf. Digga, du siehst ja direkt intelligenter aus. Ich bin Wissenschaftler. Ich bin AJ, ich bin Wissenschaftler, perfekt. Sehr gut. Ey, locker, du siehst durch die Brille richtig glasklar aus. Oh mein Gott, ey, yo, du siehst richtig gut aus. Ey, Leute, Alter, seit wann habt ihr eine Brille? Ist so, seit wann habt ihr eine Brille? Herr Wissenschaftler, was halten Sie für besser? Sollen wir erst das Essen gehen oder erst Klamotten kaufen? Wir sollten zuerst essen gehen und dann Klamotten kaufen gehen. Da fall ich ja direkt auf den Boden vor Lachen. Oh Gott. Nö. AJ ist wieder da, oh mein Gott. Oh nein. Jetzt ist er wieder der Wissenschaftler, oder was? Junge, was machen Sie hier? Ich hatte schon Hoffnung, dass AJ wieder da ist. AJ? Wo ist der? Was ist denn ein AJ? Das frage ich mich auch gerade, seitdem ich dich gesehen habe. Erstmal muss ich meine Brille aufsetzen, damit ich die überhaupt sehe. Lecker. AJ. Wo warst du? Mein Schnürsenkel kurz wieder ausschnüren. Oh mein Gott. Weil da war gerade Schleife und das geht ja nicht so. AJ, häng dich mal schnell dran.
Juhu, wir sind da. Dieser Ort ist gut, doch er ist nicht schön. Also soll ich das hier kaufen, AJ? Ja. Dann kaufe ich den Stuff hier einfach mal. AJ ist wieder da. Was habe ich mir hier gekauft, AJ? Hallo. Man munkelt Sportsachen. Aber wo ist der Wissenschaftler hin? Lass den mal suchen, okay? Welcher Wissenschaftler? Hä? Oh mein Gott, hier ist ja der Wissenschaftler wieder. Was machen Sie denn hier, mein Junge? Wie, was mache ich hier? Gehen Sie mal weg mit Ihrem Apparat. Mit meinem Apparat natürlich. Tschüss. Und bringen Sie AJ nachher vorbei, ne? Ciao. Komisch immer diese Wissenschaftler hier. Hey, bist du AJ? Ja. Hallo. Hallo. Hi. Machst du gerade ein Video? Ja, wollt ihr wen grüßen? Ja. Unsere Klasse. Ja. Quentin, Freddy. Okay, perfekt. So, wir haben hier gerade ein paar Abonnenten getroffen, ne? Ja. So, der eine fragt, wie heißt dein neues Video? Was hast du geantwortet? Ich drehe mich um und sag sofort AJ. Ja, aber ich dachte, wie heißt du? Und dann höre ich so ein neues Video und dachte ich so, hä, nein, kann ich sein, aber ich hab... Ja, AJ, gespielt. Du bist einfach richtig... Ich drehe mich um, sag AJ. Er sagt... Du bist so verpeilt. Oh mein Gott. Ja, gut. Ja, jetzt fahren wir mit dem Fahrrad erstmal hier durch die Stadt so ein bisschen und wir wollen nämlich ein Eis, deswegen hoffentlich hat das Eisladen, der Eisladen auf. Ja, ich hoffe, der hat auf. Ihr werdet gleich sehen, ob er auf hat. Das hier ist der beste Eisladen in unserer Stadt, oder AJ? Ja, safe. Da holen wir uns auf jeden Fall ein Eis. Der Laden hat auf. Sehr gut. So, ich habe hier einmal einen Bubblegum Slush und du? Was hast du? Pfirsich Maracuja. Pfirsich Maracuja ist auch nice. Ja, lass es dir schmecken. Danke, du auch. Danke. AJ hat gerade was Geiles vorgeschlagen. Hau mal raus. Ja, und zwar würde ich den jetzt einfach kurz exen. Ja, dann ex den mal. Ja. Gönn dir. Das wird richtig kalt. Das ist ein Slush-Eis, Digga. Durch den Strohhalm? Durch den Strohhalm, los. Nee, nicht durch den Strohhalm. Nicht? Nee. Mach ohne Strohhalm. Oh, das wird crazy, okay. Oh mein Gott. Was mit deinem Gehirn? Alter. Oh, das ist gerade anstrengend alles. Nö. Anstrengend. Das drückt voll. Das drückt. Ich kann auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Oh, ich würde sagen, wir melden uns gleich wieder, wenn es dir besser geht. Ja. So Leute, das war's auch mit dem heutigen Video. Ich habe hier meinen nice Stuff an. Das nice weiße Nike-Shirt und den Rest natürlich auch noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Es kommt richtig nicer Stuff auf euch zu, ja, in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall richtig nice Sachen geplant, also AJ und ich. Ich habe auch extrem viel auf Amazon bestellt. Das wird richtig krass. Also lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Und ciao. Ciao.